Genau, wir haben uns CTFs angeschaut. Das steht kurz für Capture the Flag. Auf der Präsentation ist noch eine Slide zu erkennen. Es gibt das Ganze auch als Real-Life-Spiel, wo man dann zwei Teams gegeneinander hetzt quasi und die sollen sich gegenseitig die Flaggen klauen. Das Ganze haben wir aber eher digital gehalten und das erklärt euch Franke, was das ist. Genau, im Digitalen gibt es auch CTFs und da geht es meistens darum, kurze und kleine Hackerrätsel, Challenges zu lösen und eine versteckte Flag zu finden. Genau, und die Flag erklärt. Wir haben eine Flag uns ausgedacht. Bei uns sieht eine Flag jetzt immer so aus: JHHDCTF. Das steht für Jugendhack Heidelberg, Capture the Flag, und danach ist in geschweiften Klammern irgendein Text. Das soll dazu dienen, dass man halt weiß, dass man das Richtige gefunden hat. Das ist sozusagen der Text, den man sucht. Wir haben viele Bereiche von Challenges gemacht und dort haben wir, ein kleiner Teil davon war Encryption und Decoding. Wir haben ein Flag versteckt in was Verschlüsselten oder decoded, also was encoded ist. Und wir haben kleine Tipps gegeben, wie man das encodet. Und da bringen wir den normalen Menschen nah an Hexadezimalsystem und Base64. Genau, ein weiterer Unterpunkt von unseren Challenges war der Bereich Steganographie. Steganographie sind die Daten, die sich hinter Bildern verstecken. Zum einen sind es die Bilddaten, die Pixel, aber auch Metadaten, wie zum Beispiel die Zeit der Erstellung. Und da hatten wir eben auch eine Challenge auf GitHub gestellt. Wir hatten dann noch eine Reversing Challenge. Dabei geht es darum, dass eben du ein Programm hast und in dem ist irgendwo die Flag versteckt und die musst du dann mit Hilfe von bestimmten Tools, wie zum Beispiel das Programm dekompilieren, herausfinden. Genau, und jetzt stellen wir euch noch ein Beispiel vor, nämlich unsere Steganographie-Challenge. Da erkläre ich jetzt kurz, wie wir die Challenge erarbeitet haben und genau, wie wir die erstellt haben. Wir hatten einmal das Ausgangsbild, das wunderschöne Jugendhack-Logo mit dem Alpaka. Dann haben wir ein weiteres Bild genommen, auf dem unsere Flag versteckt ist. Da steht jetzt die Flag drauf, das kann man, glaube ich, im Stream nicht so ganz gut erkennen. Und mit der Verbindung von diesem Bild und unserem Logo vom Anfang an haben wir dann ein Resultat herausbekommen, in dem oben, genau an der Stelle, wo in unserem zweiten Bild mit der Flag, jetzt eben hier in unserem Resultat die Flag versteckt ist. Und um die Flag zu finden, muss man eben diese beiden Bilder wieder trennen, indem man schaut, wo die Pixel vom Resultat und unserem anfänglichen Logo unterschiedlich sind. Und dadurch findet man die Flag. Genau, wir hatten natürlich auch ein weltverbesserisches Ziel. Wir wollten Menschen, vor allem Kindern von Jugendhack zum Beispiel, beibringen, wie man Sicherheitslücken im Programm ganz einfach findet. Und das wirkt sich natürlich selber auch gut aus, weil man achtet selber auf die Programme dann selber und versucht, seine eigenen Programme zu knacken, womit man viele Sicherheitslücken vermeiden kann oder schließen kann. Ja, das war natürlich jetzt nur ein Tag, den wir Zeit hatten, diese Challenges zu machen. Und wir denken, dass wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, dass wir bessere Erklärungen machen könnten, also wie die Sicherheitslücken wirklich entstehen und natürlich mehr Rätsel hinzufügen. Genau, und natürlich, wie schon erwähnt, haben wir das alles auf GitHub gestellt. Das ist die URL, um unser Projekt zu finden auf GitHub. Und genau, da wird auch jede Challenge nochmal kurz erklärt. Genau, und das war's auch schon, und damit danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ja.